professional-grade communication tool. The choice of professional teams. Perfect stream viewing experience. Chosen by online streamers. Easy-to-use voice messenger service. Chosen by over 12 million gamers. Communication is always vital when competing in tournaments. Winning a match requires perfect coordination. You cannot win by yourself. Raid Call. Communication for winners. Und damit willkommen aus dem Spiel MTF gegen M-Faculty. Wir sind bereit. Wir warten darauf, dass die Teams sich auf Ready stellen und wir in die Knife Round gehen. Und einen Kommentar von den Zuschauern möchte ich hier gerne noch vorlesen. Und zwar vom PRV Animal Mother. Er schreibt, guten Abend. Ich bin der Meinung, dass das Beste, was M-Faculty passieren kann, ist, dass sie heute das Spiel verlieren. Auch wenn ich es mir persönlich nicht wünsche, sehe es problematisch, wenn sie die EPS-Season erfolgreich beenden, dass sie dann keine Line-Up-Veränderungen durchführen werden, was aber nötig wäre, um wieder international erfolgreich zu sein. Also das nochmal ein Kommentar aus der Community zur aktuellsten Geschichte. Und wir warten natürlich auf den Start. DEDAS 2, der Map-Vote von MTF Gaming. Faculty hat sich für Mirage entschieden, das wird die zweite Map sein und die Decider-Map, die Entscheidungs-Map, sollte es sagt zu kommen, wird die Nuke sein und die konnte MTF in der EPS Spring Season bereits für sich entscheiden und das einstellig mit einem 16:6. Also, lassen wir uns überraschen. Ja, ich glaube ja, dass vor allem auch das zweite Überraschung drin ist. Wenn man das Überraschung nennen möchte. Definitiv. Also MTF ist hier sicherlich kein schlechtes Team. Nicht auf das 2 und auch auf den anderen Maps nicht. Und man muss dazu sagen, die Wechsel, jetzt hier die kürzlichen Wechsel mit Flow und Syrson, haben da dem Team sicherlich auch nicht unbedingt wehgetan. Also ich kenne ja beide aus intern oder von früheren Zeiten oder vom Ladder. Die sind beide sehr gute Spieler eigentlich. Bleibt halt abzuwarten, wie die harmonieren. Ja. So, sehr defensive Knife Round. Und mit dieser Runde geht's vielleicht schon los. Die wichtig ist für den Kopf. Bei Faculty und Syrson wartet hier. Was auch immer er davor hatte. Ah, okay. Er telefoniert gerade noch. Da sieht man schon mal, wie ernst das Spiel bei MTF genommen wird, vielleicht. Also los geht's mit unserem Komod Kräuterhumpen, der hier heute für uns am Mikrofon ist. Und natürlich meine Wenigkeit der Knochen. Auf ein schönes Match. Es geht los. Faculty startet auf der T-Seite nach der gewonnenen Knife Round. Und das vielleicht schon mal so eine kleine Überraschung, dass man hier nicht als CT startet. Was aber auch gar nicht so schlecht ist, wenn beide Teams da wirklich jetzt noch nicht so viel gemacht haben. Wollte ich gerade sagen. Wenn die uneingespielt sind, ja. CT-Seite besser. T-Seite besser. Ja, T-Seite besser. Ja. Okay. Nee, umgekehrt, ich finde die CT-Seite besser. Wenn man nicht eingespielt ist. Ja. Weil die T's ja hitten eh weniger und das ist ja eher eine T-Map, ne? Auf jeden Fall First Weg. Syrson allerdings auch gefangen, der steht an kurz und dort wird gerade aufgebaut von Faculty. So, Devin fällt, Syrson macht da noch einen schönen Einsklick, Kalippo hat jetzt lang ansagen können. So, der Retake kommt über kurz. Faculty wieder zu dritt drauf. So, Kirby, Asmo stehen dagegen, Asmo rumgedreht und es geht sogar knapp über lang. Vor allem steht Asmo alleine, kann auch Asmo macht einen. Oh, und jetzt Kevin mit dem Frackern lang. Und Kirby muss aufpassen, dass er da irgendwie schnell wegkommt. Oh, und er drückt ihn da noch um. Und damit ist die erste Runde bei Faculty.
War noch sehr knapp vom Faculty, muss ich sagen, dafür, dass sie einen Asmod hatten. Aber Asmod hat auch irgendwie seine Smoke gewastet, anstatt die kurz zu werfen, damit die da nicht durchpushen können, hat er die CT-Spawn geworfen, warum auch immer. Ja, damit vielleicht über CT-Spawn schon mal ein Retake halt ausgeschlossen wird, damit sie auf jeden Fall über kurz und lang schieben. Aber ja, eigentlich schon, aber ich weiß nicht. Pistol schon mal. Auf jeden Fall. So, Disruptor nur mit Pistol unterwegs, der geht spotten. Versucht da ein bisschen Infos zu sammeln für Faculty. Boah, Syrson wieder. In der Mitte den Frag gesetzt. War so ein Mantis, der eine Waffe hat, aber die sich schnappt, ist die jetzt wahrscheinlich. Aber ich sehe auch irgendwie nicht so ein Konzept gerade bei Faculty, wie das sein würde. Oh, keiner die sich hier da alleine Mitte in der Mitte. Den macht. Kirby gammelt am B, anstatt Lord zu sein oder so. Mit oh, gesagt. Ich kann jetzt zwei machen. Geht auf den ersten direkt drauf. Weiß, dass noch einer close am Tor steht und Asmo ebenfalls ordentlich Hits kassiert. Jetzt fällt Calippo. Kevin in der Mitte setzt den Frank und jetzt 2-on-2-Situation. Asmo hat auf jeden Fall schon gute Hits bekommen und jetzt erster Plant erfolgt. Und Retail kommt über kurz von beiden. So, wenn Simon schnell fällt, hat Asmo eigentlich keine Chance mehr, da den Spot einzunehmen. So, SMN kann aber den ersten machen und jetzt ist es Flo. Oh, Flo weiß halt, wo er ist. Ah, schade. Und SMN steht. Ja, das Schlimme an Go ist halt, dass du nicht weißt, wie viele Gegner haben. Das ist zwar ein 2-on-2, in Source konntest du dann sagen, einer low. Ja. Und aber das ist ja das Gute, finde ich. Ja eben, deswegen würde ich auch vielleicht den, hätte ich auch den Full-AP-Spieler vorgeschickt. Ja. Weil er halt nicht so schnell fällt. Das ist halt so ein physischer Vorteil, psychologischer Vorteil, den du hast. So, Küke Mantis, Mitte gespottet. Aber die fahren schnell B, keine Chance. Kirby setzt. Diese Runde läuft deutlich besser für Faculty. Ja, da wird's doch gerade sehr nett jetzt, Kirby. Mal schauen, was sich MTF überlegt hat oder ob die Standards spielen. Nochmal keine AWP. Ist nicht Aspo normal AWP-Spieler bei Faculty? Nee, die wechseln das letzten Endes. Hauptsächlich kannst du so ein bisschen erklären, dass Faculty auf der T-Seite QK Mantis die Ave spielt und CT-Seite Asmo. Und dann kannst du aber noch ein bisschen variieren. Schöner Shot jetzt von Asmo da gegen B. Dann kannst du ein bisschen variieren, wenn Asmo zum Beispiel da nicht die Shots trifft, dass dann eben doch QK Mantis die Ave spielt oder eben auch andersrum. Aber grundsätzlich ist erstmal die T-Seite QK Mantis und CT Ave von Asmo. Ja, die Runde wird wohl. Obwohl. Kevin verschiebt gerade richtig. Und Syrson steht da gut. Und der muss jetzt gespottet werden. Da ja, aber Devin geht schon richtig helfen. Die Runde geht. Und Syrson sieht's auf jeden Fall. Devin ist da. Der wird auf jeden Fall die Aufmerksamkeit ziehen, ja. Ja. Ah, jetzt hätte Kevin vielleicht schon auf A sein müssen. CT-Spot ist ja ein bisschen hilflos. Glück macht dann, ja, kann er nichts aussuchen. Devin mit dem Refrag. Kriegt jetzt allerdings die Attack-Shot von uns, Bot. So, ein SMN, 19 AP low und die Bombe ist down an lang. Kirby hat halt jetzt Joker-Positiv kurz von hinten. Ach, da ist direkt wow. Den zweiten, den er da noch wegreißt. So, und jetzt ist Devin, der hat zwar die Bombe da an lang. Aber er fällt und damit geht die erste Equip dann in Faculty. Ja, und das sind die beiden wichtigsten Runden, die sie brauchen, beziehungsweise diese ersten vier. Meiner Meinung nach mit die wichtigsten für ein Faculty. Natürlich braucht man auch die Runden am Ende, um das Spiel dann auch zuzumachen, aber diese ersten vier ganz wichtig im Kopf für Faculty, dass sie da wissen, okay, ein guter Start. Und Flo schreibt auch nochmal Asmo, der da gerade wirklich einen guten Shot gemacht hat gegen den Plateau-Spieler. Oh, jetzt könnte aber gefährlich werden. MTF pusht lang und nur Mantis ist da, aber der deckt mit Ava ab. Ja. Aber schön. SMN ist auch noch mit da oben. Wären sie da ohne Flash rausgegangen, jetzt vielleicht geklappt. Aber das kann man ja nicht wissen. Ohoho. SMN da richtig Probleme.
So, und jetzt kommt Syrson von hinten. Oh, stark. Gut gemoved auf jeden Fall. Disruptor muss da jetzt fallen. Ja, nochmal gut. Jetzt von Syrson. Ja. Da machen sie es nochmal zu einer teuren Runde. Für Faculty. Aber, oh, aber Kirby wieder zwei. Was der heute trifft. Mad Fragger. Der ist auf jeden Fall motiviert. 5 Runden gespielt. Halt 11-1-1 Stats. Jetzt halt Key Round für MTF. Wenn sie die verlieren, dann wird's ganz hart. Wieder eine Eco, dann ist schon 7-0. War da wieder lang drin, kommt aber jetzt raus und erst um ein Feld in dem Moment. Ich kann halt nur einen machen vorher. Achso, wäre jetzt glaube ich gut beraten, da nicht rauszugehen. Ja. Macht auch nicht. Doch, die Bombe sieht nach einem B-Split aus. Also so wie hier gerade Kirby hittet, würde ich den gerne mal vorschicken irgendwo, dass er einfach mal kurz durchgeschickt wird und was macht oder lang reingepusht wird mit Flashes. Also ich denke, dass es ein Basesplit wird, so wie die stehen. Ja, so wie sie jetzt stehen auf jeden Fall. Ja. Ich meine für nächste jetzt Runde halt Kalippo. Okay, ja, Kalippo muss jetzt halt. Kommt nur einer raus. Der zweite wartet. Jetzt hat Flo aufgeschmissen mit HWP auf dem B. Mit Glück macht er ein. Ja. Ja, da ist QK Mantis. Hochgeschoben und MTF kann schon wieder sparen gehen. Da gibt es keinen Grund, dass sie da jetzt noch drauf pushen. Weiß ich auch nicht, warum Kevin da reinfährt. Ja. Also gerade nach der Smoke wird einer irgendwie close schauen Richtung CT Base, ob es die Ave ist vom Loch aus oder einer da wie Disruptor halt eben close steht. Oder hat eigentlich keine Chance. Jetzt muss halt Syrson irgendwie versuchen, die Waffe zu saven. Wird nicht ganz einfach. Ja, aber eben hat das schon ganz gut gehandelt, also. Ja, obwohl Kirby ist auch im T-Spawn. Da wird nichts anbrennen, glaube ich. Nur Dizzy da gefährlich werden kann. Terrorists win. Boah. So, macht wieder ein schönes Ding. Ja. So, bei Faculty, Kirby hätte da mal eine Waffe legen können, um da das bestmögliche aus dem Weg zu machen. Ja, MTF hat halt mittlerweile Penner-Bonus. Also die kann halt jede Runde kaufen. Wahrscheinlich. Und Kirby hat halt dafür 16k. Ja, eben. Oh, schneller Bego. Go. Kann aber. Ja, eh kommt gut. Ne, Glück gehabt. Gerade wieder zurückgemoved. Der war auch schlecht dann von den Tetis gespielt. Der eine schaut halt, der andere steht irgendwie flashed on spot oder so. Müsste man sich eigentlich besser absprechen. Wenn man irgendwie ein Kreuzfeuer hat. Ah, Flo wieder am Frack, also süße. Schon T-Spawn gepusht. Kirby. Jetzt geht Kirby wahrscheinlich auch drauf. Boah, kriegt Instant Headshot. Also wenn er nix ganz schief läuft, geht die Runde nach MTF. Ding von Asmo. Bombplant erfolgt, aber trotzdem jetzt ganz, ganz schwierig, die Runde da zu drehen. Ja, und Kevin kommt da CT-Base hoch. Stand da die ganze Zeit close am Element, dann wieder CT-Base zurückgeschoben und dann wieder mit richtigem Timing vorgekommen, wenn seine Mates dann kurz und lang da sind. Erste Runde, MTF. Es geht doch. So, jetzt natürlich ganz entscheidende Runde für sie. Wenn sie die abgeben, das stimmt. Geht's wieder von vorne komplett los. Broke. Broke wieder direkt zu L. Boah, Dreier Push B von MTF. So, den wird Kirby zermalmen. Also, so wie der jetzt hittet momentan. Also, wenn's einer jetzt halten kann gerade, dann ist es er, aber wird gut abgesmoked, ist damit komplett aus dem Spiel genommen. Ja, aber irgendwie. Ich weiß nicht, so richtig erfolgreich, was MTF jetzt gemacht hat, war Ordert auch nicht. Weil die haben halt jetzt irgendwie doch keinen Vorteil. Die haben zwar die Cutters oder so, aber die haben halt A komplett unsafe. Devin ist halt alleine auf dem Spot. Es ist halt alles abgesmoked. Devin geht halt so weit von down, alleine auf A gegen 5. Ich weiß nicht, was MTF sich dabei denkt.
Ja, und jetzt kommt eine Retake-Runde. Ja, Taktik. Devin wird gebaitet, trifft eh nix und ist drauf. So, also eigentlich wäre jetzt schon fast eine perfekte Anlage, Waffen saven, nichts mehr machen. Auf jeden Fall. Also, eigentlich könnt ihr da nichts mehr machen. Aber Kevin ist auch schon getätigt worden. Kommt da wahrscheinlich nicht mehr raus. Flow safe, Calipo safe, ja. Kevin wird die Waffe wahrscheinlich noch verlieren. Angesagt auf jeden Fall. Ja, Kirby direkt wieder Headshot. Ich sag's ja, Kirby, also den einfach vorschicken. So on fire. Ja, der trifft momentan wirklich extrem gut. Hat eine sehr saubere Headshot-Rate gerade. Ja, auf jeden Fall. Die Kills hier macht die den meisten von Headshot. Ja, und vor allem sollte Kirby endlich mal eine Waffe legen, damit die nicht alle kaufen können, damit er dann nicht die ganze Zeit an den 16.000 kratzt. Ah ja. Man muss auch sagen, irgendwie von MTF bis auf Silasat wehrt sich nicht so wirklich einer. So in den Waffenrunden richtig freck sind da. Ja. Vielleicht kam also richtig zu spät. So, damit die eine gesavte Waffe schon weg. Na, schöner Shot vom Flow. Aber jetzt müsste er eigentlich lang aimen. Ja. Ich weiß nicht, was. Jetzt macht das auch, aber ein bisschen zu spät. Ja. Der schießt den Shot. Bombe ist drauf, das wird Runde Nummer 8 werden. Oh, geht aber noch drauf, oder was? Gegen 3. Ja, mutig. Nummer 1. Dann CAP. Oh, Mantis pusht schon von hinten, der jetzt holt er ihn. Oh, oder wie wir machen. Boah, ich will mich ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen jetzt schon, aber das sieht nach einer ganz schönen eindeutigen Sache aus hier, auf das 2 zumindest. Ich weiß nicht, sofern ich mich. Nee. Ja doch. Ja, das. Echt auf. Nee, wir sitzen nicht mal die Smokes von MTF als CT in der Mitte, dass sie hier rübergehen können. Ja, jetzt wird mal kurz offensiv gepusht. Faggoty findet die Lücke an lang. Trotzdem kann MTF da jetzt relativ schnell ausschließen. Ach, Kevin schon 14 HP. Astro zwar auch low, aber. Jetzt geht wieder wahrscheinlich Devin alleine auf A. Ja, wieder gegen 4. Braid in die Smoke. Obwohl, jetzt hat er eine gute Pose eigentlich. Boah, ja, macht cool den Dritten, aber dann in den Molly gelaufen! Das sah ärgerlich aus. Ja, viel hat er ohnehin nicht mehr gehabt, aber dann leider da in den Molly reingelaufen. So, jetzt die Frage, ob sie mit Calippo von lang rechnen, so schnell. Das schaut nicht so aus. Boah, schöner Freak, und jetzt ist Mantis halt im CT-Spot, ja, ohne Bombe. Jetzt richtig gefangen. Boah. Aber ich weiß nicht, irgendwie macht MTF auch die falschen Entscheidungen gerade. Die Faculty hat halt noch nie schnell kurz angespielt oder so, stacken dann aber kurz. Und eigentlich spielt Faculty generell langsam. Normal wäre es, meiner Meinung nach, würde ich jetzt einfach lang halten und auch auf Retake spielen. Und den kurz halt den Platz geben, aber keine Ahnung. Ja, oder dann halt die ersten 45 Sekunden quasi auf lang stehen, lang mehr oder weniger Linie decken. Falls sie eben doch was Schnelles machen. Ja, aber wenn Faculty was macht, splitten die ja meistens den A. Und wenn man dann lang zumindest aufhält, dann ist ja eigentlich schon mal die halbe Minute. Meine ich ja, dass du lang Linie deckst und dann nach 45 Sekunden kannst du halt immer noch umschieben und eben umbauen, dass du eben kurz mal einnimmst. Aus Mitte und kurz. Ja, jetzt mal schauen, jetzt kriegt Flo Besuch, schiebt aber gerade, aber jetzt geht glaube ich die A auf B, oder? Ja, Calippo geht auf B und genau da kommt der Go. Flo kann schon mal einen machen. Calippo auch einen. Boah! Dann aber down, Kevin, close am Tor. Wo ist denn noch Asmo? Asmo fährt lang durch. Sehe ich jetzt aber nicht. Boah, das ist richtig zu spät. Aber sehr, sehr spät. Ich meine, obwohl die werden ihn nicht pushen auf B ohne Plant. Könnte noch gut gehen, aber sie wissen real den halt. Oh. Ach, 4 AP, da brennt nichts mehr an.
Geht jetzt down von der Nade. Und jetzt also, alles gut. Oh nein. Kirby. Ah, den hat er gehört. Jetzt brauchen wir nur chillen. Asmo kommt. Boah, das ist aber stark von Kirby. Super stark von Kirby, die drei Kills. Ja, und Glück, dass dort Asmo nicht down geht, weil ansonsten wäre Kirby da instant gepusht worden. Du bist sehr krass von Kirby, aber auch nicht so optimal von MTF. Muss man dazu sagen, aber. Ja. Der macht schon die Headshot. Das war älter, aber. Er carried sein Team gerade. Kirby, ja, 18, 2, 4 Stats, doppelt so viel wie der zweitbeste da gerade bei Fantasy. Alter, eine Popo instant von hinten an der Glocke. Ja, und ich hab vorbei die Runde. Sorry für die Switches gerade. Aber das schnelle 10 zu 2. Ja, und es sieht so ein bisschen danach aus, als würde Fantasy jetzt mal so ein bisschen ihren frustfreien Lauf lassen vielleicht. Auf jeden Fall. Das ist schon sehr dominierend. Oder man sollte es immer öfter über den Atlantik schicken. Weil das, was die jetzt hier gerade verteilen, sieht ganz gut aus. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, MTF spielt auch. Die können sich halt eigentlich keine Pumpe leisten, kaufen sich halt trotzdem eine, spielen jetzt schon wieder eine Pumpe. Okay, Kevin kann sich die leisten, aber. Simon setzt halt ein Set in Headshot. Oho, der hat den Asmo noch angeleift. Hat das Messer in der Smoke. Ja, das 11 zu 2 steht. Oh, da könnte ganz schnell vorüber sein, hier das Game. Wenn die weiter so drücken, Faculty. Gut, das freut natürlich alle, die Fußball schauen wollen. Aber auch heute natürlich die Info an alle Zuschauer da draußen. Wir werden euch natürlich ebenfalls auf dem Laufenden halten, was das Fußballergebnis angeht. So, und das hat mir ordentlich geschmeckt, diese Dreier-Nate-Kombo da. Eindeutig. Aber muss man sagen, ich bin echt der Einzige, der sich bei MTF Werde Sirsen. Also sonst. Die schnappen sich mal ein, zwei in der Eco, die anderen, aber der Einzige, der mal ein paar Waffenfakes macht, ist halt der. Und jetzt gerade Devin hat eine gute Runde gehabt, okay, aber vorher. Ja, die Runde zuvor. Ja, und die Runde wird auf jeden Fall an MTF gehen. Mit 12 HP wird. Simon jetzt all in. Flutschfinger für alle, wenn Simon die Runde holt. Easy für alle. Ruppen zahlt die Lokalrunde. Ja. Aber der. Also ein Ründchen wird MTF noch ganz gut tun. Jetzt 4er AWP-Runde. Oh! Der Nachstand war eingegangen. 4 AWP stehen dort und Flo kriegt trotzdem den Kill, das kann ja nicht wahr sein. Vielleicht doch noch übermüdet, wenn man da... Die hat keine Reflex Reaktion hat. Wie ein Amboss. Ja. So, und jetzt wartet Flo freudig am B. Und Küke Mantis kommt. Asma Olo, Dizzy Low. So, wieder Headshot. Oh, jetzt dreht er auf, die letzten zwei, drei Runden. Boah, der war nicht schlecht vor Wasmo, ich hab da keinen gesehen. Sag jetzt Cheater. So, Kirby lebt noch, Runde ist noch möglich. Vor allem Dizzy, wenn er das wüsste, der steht so close bei ihm. Oh. Ja, aber er wird jetzt definitiv der wird schauen, jetzt richtig genascht. Oh, und jetzt geht's auf den B und da steht Kalippo. Er ist komplett blind. Oh, wie kann man denn die Runde noch abgeben? Ich sag's ja, Kirby lebt noch, Runde ist noch offen. Ja, aber Dizzy hat die Fakes gemacht. Ich wollte es gerade sagen, auch wenn Dizzy die Fakes gemacht hat. Aber das können sie jetzt rausspielen. Kirby macht die letzten zwei. Da ist die Sache gegessen. Beide noch eine Flash.
Boah, der Molly wird jetzt mal richtig gut. Cool. Da kann keiner mehr durchs Loch kommen. Boah, und Dizzy macht den dritten. So, oh, jetzt 2 AP. Devin geht durch die Smoke. Na, ja, da macht er gar nichts mehr. Schöne Runde dann noch zum Abschluss. Dizzy, boah, und Kirby. Und 4-2 da noch abzugeben, ey. 12-3 und bevor wir in die zweite Halbzeit gehen, möchte ich hier ganz gerne eine Person da draußen grüßen. Und zwar vom Herrn Lenz, dem Manager von den Faculty. Ja, und die Grüße gehen raus an die Claudia. Und von mir natürlich auch Gruß an die Claudia. An die Einzige? Willst du auch noch an die Claudia grüßen? Claudia, du bist die Einzige. Ja, weiter? Weiter kann ich nicht. Und Stephanie auch. Und Jacqueline auch. Ja, oder so. So, mal schauen, was MTF jetzt hier dagegen zu setzen hat. In dieser zweiten Hälfte. Fänke die auf jeden Fall erstmal mit einem Kurzpush. Boah. Oh, ja, aber da gibt's viele Team-Attacks. Ich kann ja sagen. Aber die Runde sieht erstmal gut aus für Faculty. Schön, ja, da fährt auch einer lang durch von MTF und 2 T-Spawn. Irgendwie ist das alles so konzeptlos. Der Kirby low. Geht auf A, der wird wahrscheinlich auch fallen. Wenn Devin jetzt nadet. Jetzt Asmo. Hat richtig Bock. Ja, das war dumm. Ja, das war dein WhatsApp. Ja, muss mal lautlos stellen. Oh! Der. Oh! Sorry, Brudi, schreibt der Simon, aber. Wow! Wahnsinn! Ja. Habe ich ihm beigebracht. Von keinem anderen hätte ich das erwartet. Ja, eben. Eben, Dizzy. Ja. Alles geht mit dieser Waffe natürlich auch nicht. Ja, aber da. Also, da geht 16-3 aus, würde ich mir behaupten. Die hittet einfach mal dreimal so gut wie MTF. War das Schlaf vielleicht doch nicht so angebracht. Vor allen Dingen hat MTF eigentlich keine schlechten Spieler. Ja, das eigentlich zählt leider nicht im Viertelfinale. Wenn man nicht, okay, habe ich auch schon mal zum Spüren bekommen. Wenn man nicht fit ist, ist man nicht fit. Und heute gibt es nur dieses eine Spiel, eine zweite Chance gibt es nicht. Und Asmo von hinten. Kommt jetzt mal schauen, ob MTF kauft, aber also relativ viel Geld. Müssen sie ja, und die kaufen. Ja, sie sind AFK oder so. Kauft jetzt. Lower gesmoked. Und nannt es auch rein. Da müsste jetzt eigentlich angesagt sein. Wer ist deine Cutters? Devin. Also wenn er den nicht readet, dann ist echt schlechte Kommunikation. Aber er deckt sich schon und macht ihn auch, ja. Da kam die Ansage. Ich weiß nicht, ich bin da nicht so der Fan von die Mitte hoch, smoken und dann lower rein, weil das einfach zu offensichtlich ist. Ja, zumindest wenn man das spielt, dann muss halt auch ein bisschen Druck über kurz kommen, weil dann wird es eben nicht so offensichtlich. Ja, oder zumindest irgendwie das B oben auch pusht oder ja, so. Ja, oder sowas, genau. Aber wenn du alleine lower reinfährst, ja, der ist oben, weil die anderen noch schlechter sind. Ja, ich glaube bei QK Mantis, da kommt es auch noch ein bisschen drauf an, dass er jetzt halt auch der Ansager ist. Ja, natürlich, das ist halt, obwohl, boah, Asmo, hat 2 wichtige Fracks, Kalippen mit Mimifrack, 1 AP bei Kalippen. Ja, und Simon hat auch nochmal so eine Schimmelposi, aber sie lassen jetzt doch die Cutters erstmal in Ruhe. Aber jetzt hat Kirby. Hat gleich 3 vor sich. Oh, macht 1. Weiß auch nicht mehr mit einer P. Wow. Wer steht denn auf A, Dizzy? Ja, der steht da auf lang drinne. Boah, direkt wieder Headshot. Flankt ihn auch noch. Aber Devin mit einem netten Frank. Okay, aber Dizzy wird jetzt wahrscheinlich die Ansage bekommen. Hat ihn nicht gesehen. Er hat ihn nicht gesehen. Aber er hat wahrscheinlich die Erfahrung, dass die A geht. Jetzt hat er ihn gesehen. Ja, und jetzt läuft er lang entgegen und da kommt... Nee, Devin ist doch über kurz geschoben.
Sah erst so aus, als würde er da über kurz. Jetzt frage ich mich, warum Dizzy da drauf geht. Ich habe ihn gerade noch wegen seiner Erfahrung gelobt und dann geht er in 1 on 2. Ja, wegen der Ansage, was du gerade meintest, das ist echt schon ein krasser Faktor, wenn man halt selber ansagt, weil man sich einfach nicht so auf sein Spiel konzentrieren kann. Man muss halt immer darauf achten, was machen die Leute, was geben die für Ansagen, was lese ich aus dem gegnerischen Spiel, wo schicke ich meine Leute hin und dann konzentriert man sich halt nicht so auf die Fracks. Ist halt schon... Ja. Aber die Runde ging gerade meiner Meinung nach auf jeden Fall auf Dizzys Kappe. Also zumindest im Tour und Tour später. Da darf man nicht reingehen. Ja, also dein 16-3 wird's auf jeden Fall nicht. Ja, das kann ich jetzt auch sagen. Aber ja, aber vielleicht... Ich weiß nicht, so vielleicht denkt sich Fackelt ja, oh, lass halt ein bisschen easy peasy spielen, die nee, haben wir eben gesagt. Ja, ich glaube das nicht. Ja, normal schätze ich so Dizzy eigentlich ein, zum Beispiel gerade in der Tour-and-Tour-Situation, dass er dann einfach weggeht. Also normal spielt man so, dass man dann lang bleibt, einfach die Schräge abaimt von lang und dann einfach schaut, vielleicht kann ich einen picken und wenn mein Mate vom CT-Spawn ready ist, dann gehe ich lang vor und dann retake ich zusammen. Vielleicht hat er sich in der Situation gedacht, scheiß drauf, geht nur ey. Denke ich mir. Ich mach das jetzt zu Ende. Bin ich, kein Bock mehr, will Fußball gucken. Ja, Grüße übrigens noch raus an den NKJ, der hier zuschaut, die Caroline, den Steffen und alle anderen 1800 Leute, die hier zugucken. So, back to business. Faculty kauft. Ja, und jetzt könnte man den Sack da wirklich langsam zumachen, bevor man da MTF vielleicht so ein kleines Comeback starten lässt. Ah, ich habe da keine Bedenken. Vom Aiming her ist der Kill einfach viel stärker heute. Und das ist halt das 2. Ja, aber ich sag mal, wenn es jetzt so 16-13 oder sowas am Ende ausgeht, dann ist auch MTF im Kopf wieder fit. Wenn sie jetzt hier so 16-5, 16-6 okay, verlieren, da hast du recht. Dann ist halt zweite Map schon, ey, wir haben gerade so eine Klatsche gekriegt und jetzt ist halt die Map... Mirage, obwohl man sich davon eigentlich nicht beeinflussen lassen darf. Also. Ja, aber also ich glaube, ein bisschen im Hinterkopf ist das immer drin. Ich glaube, bei den Spielern, die da wirklich jetzt, keine Ahnung, ihre 200 Officials gemacht haben oder sowas mit LAN-Events und sonst irgendwas, da ist es eine andere Geschichte. Da kann man sowas vielleicht ein bisschen eher ausblenden, als wenn man weiß, Viertelfinale, wenn wir die nächste Map verlieren, sind wir raus. Da ist das vielleicht schon nochmal so eine kleine andere Nummer. Ja, also da sollte ja Faculty dann auf jeden Fall Erfahrung drin jetzt haben. Ja. Dass sie sowas aufblenden können, weil das ja jetzt ganz weit häufiger passiert. So, Asmo kommt weg. Okay, Mantis supported. Kirby on spot. Schön wieder von ihm. Und die Runde da eigentlich schon wieder fast gelaufen. Sioson macht jetzt Stress von kurz. Langspieler ist gefallen. Jetzt B ist ziemlich offen. Jetzt lassen sie wieder ein bisschen zu viel Platz dort. Ja, aber Simon hat halt den Read, spielt halt genau richtig. Sieht die Smoke. Ja. Ich kann halt perfekt spielen. Aber trotzdem da die Mitte wieder zu offen gelassen. Also da muss einer vom A dann rüberschieben und hier die Mitte übernehmen und da was machen. Weil ansonsten hat man da enorme Probleme. Wie man es gerade gesehen hat, also fällt es am Ende, er hatte 12 HP da am Ende. Ist er down, kommen sie zum Plant. Dann hat man eine 2-on-2 oder 2-on-3 Situation war das gerade. Dann, oder wäre es dann gewesen. 2-on-4. Naja, ja, aber wenn der Simon fällt, die beiden auf den Spot draufkommen, gelegte Bombe, 2-on-3. Ja. Das stimmt wohl, aber... Also ich dachte, ich behaupte einfach mal, der Fick, dass sich gerade nicht so viel Gedanken macht. Ja, so wie die auch spielen, Asmo geht die ganze Zeit ins Duell in der Mitte und so. So, Kevin hat jetzt Langler unter Kontrolle gleich. Wird auf jeden Fall ein A-Split, versteht er?
Dizzy, mal beide Dizzy kurz. Und Kirby. Und jetzt kommen sie alle lang nachgeschoben. Okay. Aber das hört Dizzy gerade, glaube ich, so wie er sich verhält. Ich schmeiß da sehr viel Equipment. Boah, jetzt wird's aber schwer für Faculty. So, mach doch direkt ne. Okay. Wird sehr schwer. Ist eigentlich unmachbar für Faculty. Sollten sie vielleicht überlegen zu safen, obwohl. Ja, Simon hat da noch ein bisschen Equipment. Hey. Also, ein A-Retake ist extrem schwer. Faculty jetzt mit einer Eco. Immer wieder so kleine Mini-Lags hier auf dem Stream. Ja, man muss sagen, seit so circa Runde 12, 11 hittet Flo auch ganz gut. Also. Er macht auch seine Kills, vor allem mit AWP hittet er gut. Was feierst du? Ich muss leider lachen ein bisschen. Ja, hab ich gemerkt. Boah! Oh, so, Kalippo und diese Runde sollte da eigentlich an Faculty gehen. 101! So, mal schauen, ob er es holen kann. Kalippo geht auf jeden Fall mit der Bombe an lang durch und SMN schleicht ihn hinterher. Hat jetzt seine Max 7 weggeworfen und auf AK gegangen. Vorhin konnte er zwei schöne Dinger machen mit der Glock von lang aus. Mal schauen, ob er jetzt nochmal so ein schönes Ding mit der AK machen kann. Das ist extrem schwer, die Situation für Kalippo. Der kann halt von überall kommen. Boah! Oh, Alter, Fee! Und jetzt Kalippo. Kann es nicht handeln und SMN macht. Krass, weißt du nicht jetzt auch ein, warum du gelacht hast? Weil ich gerade die mit Manuel schreibe, weil der hier mich am Zuspammen ist und ich bin da in so einem Coop-Jet mehr oder weniger. Und er halt gerade nicht gerafft hat, was los ist. Und ich habe ihm gesagt, stream und er, was stream? Und jetzt habe ich ihm gerade geschrieben, Faculty gegen MTF. Und in dem Moment hat aber auch QK Mantis gerade geschrieben, der natürlich hier am Zocken ist. Fand ich sehr lustig. Und jetzt hat es auf jeden Fall auch MNL verstanden, dass wir gerade keine Zeit haben, ihn zu antworten. Ja, also, 16:6 steht es für Faculty nach Map Nummer 1. Der Map-Vote von MTF.de, das 2, geht somit an Faculty. Und Faculty mit der Möglichkeit, hier das 2:0 im Viertelfinale klarzumachen. Mirage, nächste Map. Wir sehen uns gleich wieder nach einem kurzen Break. Professional grade communication tool. The choice of professional teams. Perfect stream viewing experience. Chosen by online streamers. Easy to use voice messenger service. Chosen by over 12 million gamers. Communication is always vital when competing in tournaments. Winning a match requires perfect coordination. You cannot win by yourself. Raid Call. Communication for winners.